Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play FSX Flugstunden. Flugstunde 5. Ich meine, es hieß Anflug auf den Flughafen. Nun gut. Nun haben wir nach 11 Versuchen, toi toi toi, endlich die Flugstunde 4 Bodenbetrieb hinter uns gebracht. Und ich hoffe, dass wir hierfür nicht auch 11 Versuche brauchen. Insoweit, ich denke, das kriegen wir besser hin. Viel schlechter geht's ja wohl kaum. Und hoffe, ihr habt weiterhin viel Spaß. In dieser Flugstunde lernen Sie, wie Sie einen Flughafen für die Landung anfliegen. Sie fliegen eine Piper Cub ungefähr 5 Meilen nordwestlich des Flughafens Eagle Creek, der sich direkt vor Ihnen befindet. Passen Sie die Leistung an, um für den Anflug etwa 70 Meilen pro Stunde zu halten. Die zurzeit aktive Landebahn von Eagle Creek ist Landebahn 3. Sie verläuft von rechts nach links. Um zu landen, müssen Sie das Flugzeug zunächst an der Landebahn ausrichten. Entlang der empfohlenen Flugbahn wurden zur besseren Orientierung Navigationspunkte in Form von Einflugzeichen positioniert. Okay. Denken Sie daran, Sie können den Kopfschalter oben auf dem Joystick bewegen, um sich umzusehen. Sie können hierzu auch die Leertaste gedrückt halten und die Maus bewegen. Okay. Fliegen Sie nun eine Rechtskurve, um den Einflugzeichen zu folgen. Der Einsatzkompass in der oberen linken Ecke des Bildschirms zeigt in Richtung des aktuellen Einflugzeichens. Schauen Sie nach links. Sie sollten am Flughafen vorbei parallel zur Landebahn fliegen, um die Landung vorzubereiten. Bei einem Anflug verlangsamen Sie jetzt normalerweise das Flugzeug, um die Landung vorzubereiten. Die Geschwindigkeit der Cub ist jedoch gering genug, sodass Sie nicht langsamer werden müssen. Fliegen Sie einfach weiter mit 70 Meilen pro Stunde. Sie fliegen nun im sogenannten Gegenanflug der Platzrunde. Okay. Bin dabei. Muss vorsichtig keinen Fehler machen. Keinen Fehler machen. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, wegen den Grafiktreibern, mit denen ich ja letztens bei fast allen Spielen solche große Probleme hatte. Ich habe da mal ein Downgrade gemacht, auf die alten Treiber meiner CD zurückgeführt. Fliegen Sie jetzt eine weitere Linkskurve in den Queranflug. Ja, mach ich doch gerade. Und folgen Sie den Einflugzeichen zur Landebahn. Kumpel, unterbrich. Versuchen Sie, in der Kurve 70 Meilen pro Stunde zu halten. Kumpel, ich versuche hier gerade was zu erzählen, ja. So. Führen Sie Bewegungen vorsichtig aus. Wenn Sie zu heftige Bewegungen mit dem Steuerknüppel ausführen, können Sie leicht die Kontrolle über das Flugzeug verlieren. Ich habe alles unter Kontrolle, mach dir keine Sorgen. So, was ich erzählt haben wollte, ich habe jetzt mal auf die alten Treiber meiner CD, die damals mitgeliefert wurden, zurückgegriffen. Jetzt läuft wieder alles einigermaßen. Was ist denn mit den Zeigern los? Ah ne, das ist der Lichteinfall, ja, ich dachte schon. Ja, jetzt. Gut so. Richten Sie für den Endanflug das Flugzeug nun an den drei Einflugzeichen aus.
passen Sie die Leistung an, um auf 60 Meilen pro Stunde zu verlangsamen. Die Landebahn befindet sich auf einer Höhe von 794 Fuß. Nun gut. Ja, jetzt läuft wieder alles und ich bin glücklich. Passen Sie die Leistung an, um auf 50 Meilen pro Stunde zu verlangsamen. Eventuell kommen wir dann... Während Sie die Landebahn anfliegen, ziehen Sie den Leistungshebel vollständig zurück. Ziehen Sie den Steuerknüppel ganz vorsichtig zurück, um in den Horizontalflug überzugehen. Bleiben Sie so nahe wie möglich am Boden, ohne jedoch zu landen. Die Räder werden schließlich von allein aufsetzen. Sie sind zu langsam. Erhöhen Sie die Leistung ein wenig, um das Flugzeug zu beschleunigen. Schieben Sie den Steuerknüppel leicht nach vorne, damit Sie nicht steigen. Gut gemacht. Nur weiter so. Ja gut, was ich sagen wollte war, jetzt, wo das alles wieder funktioniert, können wir ja eventuell auch mal auf das eigentlich gestoppte Projekt Planet Zeit 2 wieder zurückkommen. Erst gestoppt aus Speicherplatzproblemen, weil die Aufnahmen wurden immer gigantisch groß. Jetzt mit der neuen externen Festplatte, so eine schöne Terabyte, ist das eigentlich kein Problem mehr. Und dann aus Grafikgründen, weil ja die Grafikperformance im Keller war. Sie sind gleich da. Stellen Sie den Leistungshebel ganz zurück in die Leerlaufstellung und bereiten Sie sich auf die Landung vor. Jetzt müsste das doch eigentlich wieder gehen. Okay. Aufgesetzt. Gut so. Sie sind gelandet. Rollen Sie aus oder betätigen Sie die Bremsen. Sie haben es geschafft. Die Landung war erfolgreich. Ja, das war doch einfach. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Tschüss, ne?